Let's Play Might and Magic 10 Legacy Folge 54. Wir sind immer noch in den verfluchten Ruinen und ja, eigentlich so ziemlich am Ende, wie ich hoffe, wie ich denke. Ich habe mich noch nicht an diese Banshee da hinten lang getraut, aber jetzt ist es soweit. Ah ja, Gespenst. Der Geist spricht zu euch in einer mysteriösen Sprache. Ihr versteht kein Wort davon, aber der Tonfall ist ganz eindeutig fragend. Verzeiht, wir beherrschen die alte Sprache nicht. Oh, Stufe in der Hacke. Der Geist schwebt um euch herum und beobachtet euch. Der Anflug eines traurigen Lächelns erscheint auf seinem Frauengesicht. Der Geist hebt seinen unstofflichen Arm und zeigt auf einen Steinaltar in der Nähe. Ein kreisförmiges Loch ist in eine Seite gemeißelt. Ihr begreift, dass darin etwas fehlt. Der Geist nickt bedächtig. Wie? Was? Steinaltar? Wo? Ist irgendwas nicht verstanden, oder? Wo hat er nochmal hingezeigt? Entschuldigung, aber... Und zeigt auf einen Steinaltar in der Nähe. Ein kreisförmiges Loch ist in eine Seite gemeißelt. Zeigt auf einen Steinaltar in der Nähe. Auf einen Steinaltar in der Nähe. Was denn für ein Steinaltar? Wo ist denn hier ein Steinaltar? Und vor allem, wieso habe ich die Quest jetzt gelöst? Oder habe ich es überhaupt noch nicht gelöst? Findet Hinweise zu der vermissten Reliquie. 0 von 4. Ich soll vier Hinweise finden. Aha. Die Kreatur ist wiedergekommen, das widerliche, verdrehte Zerrbild eines Menschen, und aus dem Keller kommen noch viel mehr. Effi ist tot, aber nicht verschwunden. Ich habe sie über dem Bett der Kinder schweben sehen. Das Geschwänz hat Sibyl und Oles im Schlaf getötet. Sie haben sich den Reihen der untoten Widernatürlichkeiten angeschlossen, die an diesem drachenverwünschten Ort spuken. Ich kann nicht mehr nach draußen. Das Haus lässt mich nicht. Dies ist das Ende. Ich habe es versäumt, meine Familie zu beschützen, da ich die Zeichen und Warnungen missachtet habe. Ich glaube, die Dame, die Sibyl gesehen hat, war der Geist einer uralten Shantiri-Priesterin. Sie hat mir zu sagen versucht, was ich hätte getan werden müssen, aber ich habe nicht auf sie gehört. Ich höre sie hinter der Tür. Sie kommen. Ein großer Blutfleck bedeckt den Rest der Seite. Okay. Ach, das ist dann wohl der Altar oder was hier? Ist ja alles sehr interessant. So. Gehen wir jetzt wieder zurück zu der Tante da, oder? Ach so. Nee. Ich hab's dann noch nicht. ich hab nichts begriffen. Ach, das ist tatsächlich nur 1 von 1. Wieso hat er denn 4 von 4 eben gerade angezeigt? Muss jetzt doch hier echt alles ablaufen? Also, das ist ja. Ach du. Mag etwas arrogant klingen, vielleicht ein klein wenig, aber das ist ja nun wirklich hier nicht die Aufgabe einer hochdotierten Heldentruppe, jetzt hier nach irgendwelchen Sachen Ausschau zu halten, oder? Okay, weiter geht's. Sibyl schlafwandert jetzt. Ich habe sie wieder in der Nähe der Statue angetroffen.
Als ich versucht habe, sie zurück in ihr Zimmer zu führen, hat sie meine Hand gepackt und mit einer Stimme gesprochen, die nicht die ihre war. Sie sagte, eine heilige Reliquie, eine Steinscheibe, sei vor langer Zeit aus diesem Tempel gestohlen worden und solange sie nicht wieder da wäre, würden sie immer wieder zurückkehren. Dann hat sie geblinzelt und mich mit ihrer ganz normalen Stimme gefragt, was wir hier wollten. Ich muss nach Seehafen und einen Eldrad-Priester aufsuchen, aber ich will die Kinder nicht allein lassen, wo diese Bestie noch in der Nähe sein könnte und Effi ständiger Aufmerksamkeit bedarf. Erscheinen die Seiten jetzt quasi immer dann, wenn ich die vorherige Seite gefunden habe? Also das ist sozusagen dynamisch. Muss ja so sein, oder? Also denke ich jetzt schon mal. Nächste Seite. Unsere jüngste Tochter Sibyl hatte wieder einen von diesen Träumen. Ach so, aha. Sie hat gesagt, sie hätte in der Nähe der zerbrochenen Statue eine neue Freundin gefunden, eine traurige Dame. Die Dame hat sie offenbar davor gewarnt, dass sie zurückkehren würden. Ich frage mich, ob das etwas damit zu tun hat, was der Elras-Priester an ihrem Namenstag gesagt hat, dass sie nämlich die Gabe des Hellsehens hätte. Oder sind die Visionen nur das Produkt ihrer Fantasie? Ich kann nicht abstreiten, dass sie so etwas Makaberes und Beunruhigendes an sich hat. Dieses Chantier-Ruin in ein Anwesen umzubauen, war vielleicht nicht die allerbeste Idee. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt wirklich verstanden. Das sind... Also wenn da steht Seite 1 von 4, ist das die erste Seite von... diesem Tagebuch und ich habe jetzt zufälligerweise die vierte zuerst gefunden und deswegen die Geschichte jetzt rückwärts gelesen, was natürlich auch so viel bedeutet wie, also meine Frage ist damit ja beantwortet, die Notizen sind dadurch nicht einzeln getriggert, würde ich jetzt mal so sagen, sondern die liegen schon die ganze Zeit darum. Vielleicht werden die aber auch erst aktiviert, nachdem ich mit der Tante da gesprochen habe, aber dass die sozusagen gleichzeitig aktiviert werden, das liegt jetzt dann schon nahe, oder? Nichtsdestotrotz fehlt mir noch eine. Es macht absolut keinen Spaß, danach zu suchen. Möchte ich mal echt anmerken. Gibt's auch nichts zu beschönigen. Well, thank you for that. Ich laufe wahrscheinlich immer die gleichen Dinger hier ab. Hier war ich doch schon. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Sorry, aber das ist doch Mist. Ich muss schon noch eins finden, oder? Was sagt denn die Quest? Na. Komme ich nicht drum rum. Küsst die Horn, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Sie nickt bedächtig. Ich denke auch für einen Let's Play-Zuschauer könnte es interessantere Sachen geben als das hier. Vielleicht hinter diesen Dingern hier. Vielleicht komme ich jetzt durch. No, I do not want to die. No, it can't be. Jetzt stellt euch mal vor, ich muss da rein, um die Quest zu lösen. Was ist denn dann? Man will nicht daran denken, ne? Ich meine, ich kann das jetzt noch ein bisschen hier ablaufen. Ich kann jetzt noch dieses Kasperletheater noch ein bisschen machen, aber vielleicht läuft es tatsächlich darauf hinaus. Da komme ich ja nicht durch.
Also ihr merkt, dass manche Designentscheidungen in einem Spiel schon wirklich Spaß machen können, ne? Also der, der sich diese Quest hier ausgedacht hat, der wird mit Sicherheit einen Mods-Gaudi gehabt haben. Aber ob er die Quest mal gespielt hat hier, das weiß ich nicht. Ja? Das kann ich nicht genau sagen. Ja, schon bricht ein neuer Tag heran und ich habe immer noch keine Seite. Ich meine, ich habe schon eine Seite, aber nicht die, die ich suche. Oder muss ich da eine Etage tiefer nochmal gehen? Man will ja nicht genervt wirken, ne? Aber jetzt laufe ich schon wieder hier lang. Ey, es hat doch keinen Sinn, wenn ich jetzt hier fünfmal immer in den gleichen Weg ablaufe. Dann gehe jetzt nochmal eine Etage tiefer. Vielleicht hat er mehr Glück. Aber ich glaub's fast nicht, wenn ich ehrlich bin. Das Problem ist ja auch, wenn man jetzt nicht weiß, ob es hier ist in dieser Etage. Dann rennt man ja auch nicht fünfmal durch, sondern sagt sich, okay, ist es nicht, und geht wieder hoch. Und hat dann vielleicht diese eine Stelle übersehen, wo es dann tatsächlich liegt. Ja. Ich glaube persönlich, dass es hinter dieser Mauer ist. Ich weiß ja auch immer noch nicht, bis heute noch nicht, nach was sich das richtet, dass man eine Mauer mal aufmachen kann und mal nicht. Ja. Make Camp. Jetzt erstmal Licht hier und Kampf kann keine Rede sein. Wisst ihr überhaupt, was wir hier machen? Wir wollen Paladin werden. Ich habe gegen alles gekämpft, aber nichts war so zermürbend wie diese Suche. Das liegt hier nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ohne Licht sieht das schon hier ganz schön bedrohlich aus, gell? Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht oder was ihr an meiner Stelle machen würdet. Aber ich würde jetzt einfach mal versuchen, ihn nochmal irgendwie aufzuhauen. I feel stronger. Vielleicht bringt mir das auch was, wenn ich bei solchen Geschichten die Macht erhöhe. Oder was weiß ich, ey. Irgendwas würfelt er ja aus. Er würfelt wahrscheinlich, oder? Und wenn er würfelt, heißt das ja für mich auch,
dass ich hier grundsätzlich eine Chance habe, das immer zu schaffen. Oder wie auch immer. So. Ja. Ja, beim ersten Mal. Aha. Und? Ist die Tür auf. Alter Schwede, ey. Ja. Ja, und da liegt's, also. Geht's auch nicht. Oxno Slaves will help, but not for free. Bringt dem Geist in den verfluchten Ruinen die Steinscheibe zurück. Findet die Steinscheibe. Achso. Ja. Was ist jetzt schon wieder? Was hat er jetzt schon wieder gesehen? Findet die Steinscheibe. Jetzt würde ich erstmal gern wissen, was in diesem Ding da noch drin stand, welche Seite war denn das? Letzte Nacht ist Evi im Keller angegriffen worden von irgendeiner Bestie. Sie hat sie angesprungen und gebissen und ist dann wieder verschwunden, bevor sie sie fangen konnte. Ich weiß nicht, wie sie ins Haus gekommen ist, aber vielleicht gibt es Risse oder Gänge, von denen wir nichts wissen. Seit dem Angriff hat Evi noch kein Wort gesprochen und scheint krank zu werden. Ich glaube, dieser Kreatur war giftig. Sibyl sagt, es fängt wieder an. Ich weiß nicht, was sie meint, aber es bereitet mir Sorgen. Tja. Gut. Ihr seid einem sonderbaren, traurigen Geist in verfluchten Ruinen begegnet. Doch habt ihr eine Ahnung, dass der fehlende Reliquie eine Schlüsselrolle zukommt. Ihr findet Aufzeichnungen der letzten Bewohner der Ruinen, die darauf hindeuten, dass es sich bei der Reliquie um eine Art Steinscheibe handelt, die vor langer Zeit gestohlen wurde. Ja, gut, aber wo die jetzt ist, die Steinscheibe, das... Das zu sagen scheint schwierig zu werden, oder wie? Also, dass man jetzt einfach sagt, okay, die Steinscheibe ist jetzt halt hinter der Tür, oder was auch immer. Das kommt nicht in Frage, oder was? Ja, was ist, wenn wir jetzt hier den Geist killen? Ich mach das jetzt mal. This one is mine. Mensch, das war echt intelligent. I feel stronger. Ich glaube, das hat's jetzt nicht so ganz gebracht. Ich erstmal ein Glas Wasser trinken. Ja, was ist jetzt mit der Steinscheibe? Wo finde ich die? Was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Muss ich mal zum John Morgan zurück? Oder was ist los? Ich gehe jetzt mal zum John Morgan zurück. Ich glaube, der weiß vielleicht mehr. Also hier keine Ahnung, was das soll.
Finde die Steinscheibe. Ich weiß nicht mal dran, wo ich sie finden soll. Hier oder woanders oder. Toll, echt. Wait. Do you hear that? No, it's nothing. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Ach komm. Wobei die Trommel nicht, da haben wir noch welche. Aber verkaufen, das können wir durchaus. So. With weather like this, I should have taken the day off. Ach cool, Meister mit dem Schwert. Meister mit dem Schild. I'm happy to see you again, my friends. Ja. Hat nichts gebracht, wie schon zu erwarten war. Da kann auch die Steinscheibe letztlich nur in den Ruinen selbst sein. Wo soll sie denn sonst sein? Aber ich habe doch alles abgesucht. Hab doch nichts übersehen. Naja. Jetzt identifizieren wir erstmal. Könnt ihr auch mal gucken, dahin noch ist doch dieser Drachen in dieser Höhle. Weil nachdem wir diesen einen Zyklopen schon besiegt haben, vielleicht ist der ja auch schon. Ist das vielleicht auch schon möglich für mich? Yes, I feel strong. Ne? Probieren. Yes, I feel strong. I feel stronger. Weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. I need to hit something. Das ist, in gewisser Weise würde mich schon wundern. I feel stronger. So viel Lebensenergie hat er jetzt auch nicht, ne? Mal gucken. Mit einem Speer wäre der besser zu besiegen.
Nein, falsch. I kill you. Something is living down there and it clearly has intestinal problems. Das sieht ja schon ganz cool aus hier. Das erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls. Aber Moment mal, das muss ich jetzt nochmal neu machen. Der Kampf war total easy. Das war ja gar nichts. Das war ja hier Pillepalle. Mehr davon. Hat die schon wieder. Ja. Das ist sowas von bescheuert. Das muss man. Aber das ist wirklich Oldschool-Spieldesign. Dass Leute, die außer Gefecht sind, keine Erfahrungspunkte bekommen. Das habe ich ja in alten Rollenspielen echt immer gehasst. Aber so ein Element muss man doch jetzt nicht zwingend übernehmen, weil das ist total Quatsch. Nur weil die jetzt betäubt ist, dass die keine Erfahrungspunkte bekommt, wenn die den ganzen Kampf über mitgemacht hat. Entschuldigung, welchen Sinn macht das? Jetzt muss ich hier gegen diesen Pipifax-Gegner schon zum dritten Mal ran, die Buletten. Bringt mir das denn was, wenn ich... das da mache? Ja, genau, so dann machen wir das doch mal. So. Einmal schlafen. Das noch. Und jetzt los. Oh.
Juhu, alle leben. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann ich auch abspeichern. Und jetzt können wir mal reinschauen, was das Ganze hier überhaupt gebracht hat. Eine Reliquie bekommen, das ist gut. Das ist gut. Ancestors made this strong. Wolken. Was? Okay. Aha. Das war ein Teil der sogenannten verbotenen Saga. Ja, gut. Dann werden wir jetzt noch identifizieren. Und dann muss ich wohl wieder in die Ruinen rein, oder? Oder ich gehe dann so weiter mit Paladin-Quest, sondern gehe ganz woanders hin. Vielleicht finde ich ja diese Steinscheibe ganz woanders, kann ja auch sein. Aber ich würde jetzt gern nochmal in die Ruinen gehen als nächstes, weil ich glaube einfach, dass die Steinscheibe... Oder ist was mit Seehafen zu tun, weil ja der auch sagte, in Seehafen wäre so ein Elras-Priester. Wäre auch eine Möglichkeit, ist was mit Seehafen. Was ist ein Seehafen eigentlich? Spielelemente? Ein Seehafen muss ja irgendwie hier sein. Seehafen. Ach, Seehafen, ja klar, Seehafen ist ja. Ja, das kann auch, ich kann auch gleich nach Seehafen gehen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Was anderes fiel mir jetzt nicht ein. Dann gehen wir nach Seehafen zu diesem... ja, zu diesen Priestern, ne? Elras ist ja, glaube ich, diese Lichtpriester-Geschichte. Kirche Elras. Umberto. Ah ja, das ist doch auch der Typ. Nein, ist es nicht. Nicht der Ort für meine Fragen. Gibt's hier noch was? Zauber lernen? Nö, Marit auch nicht. Was die Flöte immer soll? Zwei Ringe, ein Talisman und einen, genau, eine Reliquie. Hm. Mit den Ringen an. Da. Da soll das und der Talisman. Okay, der Talisman. Widerstand gegen alle Magieschulen und gegen Geist. Who needs a bedroom when you don't sleep? Lustigsgeist. Ah, nimm mal doch das da so.
Dann Widerstand gegen Erdmagie und 5 Stufen in der Fertigkeit 2 Waffen. Das braucht die doch, oder? 2 Waffen braucht die doch. Für den ersten kritischen Treffer mit einem Schwert erhaltet ihr einen zusätzlichen Angriffsversuch mit der Waffe in eurer Schwerthand. Aha. Der Meisterrangbonus. Schön. Ja, genau. Dann bist du auch die richtige für meinen Ring. Hm. Und 4 Stufen in der Fertigkeit Mystik, das wäre was für dich. Ja. Auf jeden Fall was Besseres als der da. Okay, der ist auf jeden Fall zum Verkaufen mit dem. Da ist die Frage, ob du vielleicht 2 Glück brauchen kannst. So. Okay. Und 4 Punkte in der Fertigkeitsstufe. In der Fertigkeit Axt habe ich gerade bekommen durch den Hacker. Der ist ja scheinbar wieder ein Level aufgestiegen, der Hacker. Auf das Schwert bin ich mal gespannt. Okay, und dann noch die Armbrust. Benötigt mindestens Stufe Experte. Also du könntest ihn anziehen, okay. Trotz seines Namens und Aussehens ist Dämonenkuss eine Waffe, die von allen Dämonen Cheoks gefürchtet wird. Okay. Wow. Du hast eine grüne. Viel schlechter als das, was er in der Hand hat, geht ja eh nicht so. Na, ist doch ganz gut. Dann sind wir eigentlich hier durch. Reparieren müssten wir noch. Bei den Zwergen. Oder? Ja. Tja, ich denke, ich muss zurück in die finsteren Ruinen oder verfluchten Ruinen, wie auch immer. Nur nicht mehr in dieser Folge. Denn in dieser Folge sind wir leider schon durch. Ich bin etwas, ja, irritiert, muss ich zugeben. Es nervt mich leicht, dass ich jetzt die Quest nicht gelöst habe, weil ich fand die jetzt schwierig und umfangreich genug, um mal letztendlich zum Paladin zu werden und dann noch so eine Steinscheibe suchen, wo man nicht weiß, wo. Ja, das nervt jetzt einfach. Aber na gut, so ist es halt. Und da müssen wir jetzt nochmal schauen. Genau, und bis dahin sage ich wieder mal Ade. Und ja, in der nächsten Folge haben wir vielleicht mehr Glück. Also bis dann, tschüss.